Ein Geschenk meines Vaters. Hallo. Ich kann mir Schlimmer gar nicht mehr anders vorstellen. Ich liebe ihn ja auch, seit ich seine Biografie damals gelesen habe. Wenn solche Mauern einmal da gewesen sind, so können sie nicht ganz vernichtet sein, sondern sind wohl unter dem Staub und Schutt von Jahrhunderten verborgen. Heute ist ein besonderer Tag, denn Katharina Thalbach kommt zu Besuch, um sich diese Ausstellung anzusehen. Und diese Ausstellung ist untrennbar mit ihr verbunden. Jetzt freue ich mich, mit ihr durch die Ausstellung zu gehen. Sie ist noch bis zum 8. Januar geöffnet. Und nutzen Sie die Zeit. Kommen Sie hinein in Schliemanns Welten. In Peking begegnete ich dem Leichenzug eines Mannes. 120 Arbeiter, in China Kulis genannt, gingen in Zweierreihen und trugen lange rote Schuhe. Ich quatsche hier wirklich überall. Und das Tolle ist, dass wir tatsächlich eine solche Prozession als Modell im Ethnologischen Museum gefunden haben. Die ist noch nie gezeigt worden. Aber als der Schliemann-Text da war, haben sie gesagt, ja, irgendwo haben wir doch sowas. Und die ist wenige Jahre nach Schliemanns Besuch nach einer anderen Beschreibung aufgenommen worden. Und das ist genau das Gleiche. Und das, dieses wahnsinnige Gewand? Das ist ein chinesisches Theatergewand. Und Schliemann geht auch in diese chinesischen Theater hinein. Aber das meiste, was sie beeindruckt, ist, es dauert stundenlang. Ja. Und die brauchen keinen Souffleur. Ja, Brecht hat das ja auch so geliebt. Ja. Meine, war nie da, aber der kannte eben auch so viele von den Fotos und die Beschreibungen. Das hat ihn ja auch schwer beeindruckt. Ich nehme an, das ist eine Opiumpfeife. Ja, genau. Ich habe es leider nie probiert. Haben Sie das mal probiert? Nee. Ich würde das sofort probieren, wenn es so stilvoll hier hergerichtet werden würde. Hat er eigentlich getrunken? Nee, der war ein totaler Asket, der hat doch keinen Alkohol getrunken und so. Der ist morgens um 4 Uhr aufgestanden und 2 Stunden Der war seine eigene Droge, ja. Absolut, der hat. Ich blieb fest bei meiner Ansicht und endlich kamen wir überein, dass ich derjenige sein würde, der einst Troja ausgraben wird. Er hat recht.